ist eine dringende Durchsage an alle Bewohner von Jabrunz. Jabrunz ist eingeschneit und von der ganzen Umgebung abgeschnitten. Es gibt bis auf Weiteres keine Möglichkeit, das Dorf Jabrunz zu verlassen. Was? Keine Chance zu entkommen? Das muss ich sofort am Tochter Schatzele Melanie mitteilen. Wo ist denn auch mein Handy? Hallo, keine Fasnacht in Aussicht. Was heißt da keine Fasnacht in Aussicht? Dann machen wir halt da in Jabrunz Fasnacht. Wir schaffen das. Ja, Frau Merkel. Absolut keine Verbindung, Pappe. Dann müssen wir die Fasnacht halt auf dem iPad reinziehen. Was? Du willst jetzt aber nicht sagen, Pappe, du willst die Fasnacht auf Tele Basel anschauen? Ja, dann kannst du neuerdings die Fasnacht schon auf Silvester schauen. Das ist ja mit der Recht. Das ist ja das Einzige, was du auf dem Sender anschauen kannst, gell? Meins sag ich dir. Die Ferienleidenswoche hier in diesem Jabrunz ist halt ein so... Ein völliger Brunz ist das, ja, ja ganz genau. Absolut ein völliger Brunz. Ja, gut, grüezi. Sali. Ja, ich verhält dich. Offen gelaufen. Nein, sag dir doch, weißt du, also, wenn du da die Alpenjäti siehst, wie sie eine Piste anstellen da in ihrer Top-Designer-Skidress da. Ja, sag nicht, du. Weißt du, wie all die Geissenpeter und Sennepkäppli-Träger da, weißt du, wie die zuschauen, wie die Heidis da Pisten abfädeln, Lenny? Also nächstes Jahr habe ich dann auch so eine Top-Designer-Skidress. Was? Ja? Du im Designer-Skidress, geht's dir nicht mehr gut, Pappe? Das ist ein bisschen zu provokant für die Berglandschaft, gell? Nicht ist. Wir bestellen uns da offene Kostüm auf eBay. Sicher nicht. Seitdem die Schweizer Meister sind, bestelle ich nicht mehr bei eBay. Pappe, ich glaube sowieso, du bist ein verkappter eBay-Fan. Wie kommst du jetzt da drauf? Schau dich doch einmal an. Die gelben 10 hast du ja schon, gell? Fährt nur noch der schwarze Kopf. Der schwarze Kopf, du!